In den Weiten des Weltraums lauert eine tödliche Gefahr. Ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde. Die Chancen stehen 1 zu Millionen. Allerdings glauben einige, dass so etwas in der Vergangenheit schon passiert ist. Vor 65 Millionen Jahren setzte ein Asteroideneinschlag der Vorherrschaft der Dinosaurier auf der Erde ein Ende. Der ganze Planet wurde mit Asche überzogen. Das ist beängstigend. Neben den Dinosauriern starben damals auch 70% aller anderen Lebewesen auf der Erde aus. Das war kein Massensterben, das war ein Massenaussterben. Auch den Menschen könnte es ergehen wie den Dinosauriern. Innerhalb eines Wimpernschlages könnte sich die Geschichte wiederholen. Der ganze Himmel würde einfach zu einer rotglühenden Schicht aus Lava. Die Detonation wäre hunderttausende Mal stärker als eine Atombombe. Der Einschlag wäre eine Katastrophe, wie es sie seit Menschengedenken noch nicht gegeben hat. Es gäbe Millionen Todesopfer innerhalb von Minuten. Schlimmer als alles, was wir uns je ausgemalt haben. Sind wir zum gleichen Schicksal wie die Dinosaurier verdammt? Oder könnten wir die Katastrophe rechtzeitig abwenden? Die schlimmstmögliche Bedrohung. Unsere Spezies könnte von einem riesigen Monster-Asteroiden ausgelöscht werden. Im Süden Kaliforniens sind Naturkatastrophen nichts Ungewöhnliches. Die 20 Millionen Bewohner der Gegend haben schon Erdbeben, Erdrutsche und Feuerwalzen überstanden. Doch die tödlichste Bedrohung könnte von oben kommen. Der Einschlag wäre nicht überraschend, ein Entkommen jedoch undenkbar. Aus der Stadt Los Angeles würde ein Krater werden. Ein Berg, der schnell wie eine Gewehrkugel in die Erde rast. Der Einschlag wäre stärker als 1000 Hiroshima-Bomben. Die Explosion wäre gigantisch und blendend grell, viel heller als die Sonne. Der darauf folgende Feuersturm würde alles im Umkreis von 160 Kilometern entzünden. Der enorme Druck hätte Windgeschwindigkeiten von 500 Kilometern pro Stunde zur Folge. Und das wäre noch nicht mal alles. Wie in Pompeji würden all die Trümmer herabregnen. Innerhalb von 60 Sekunden wären Beverly Hills, Los Angeles und Malibu verschwunden. Schließlich der letzte Akt. Monster-Tsunamis mehr als 150 Meter hoch würden über den Pazifik toben. Sie würden sich über die gesamte Küste fortpflanzen, von Niederkalifornien bis nach Alaska. Und sie wären höher als alle Wellen, die die Menschheit je gesehen hat. Am Ende wären dann Millionen Menschen entlang der US-Westküste tot. Der Einschlag wäre eine Katastrophe, wie es sie seit Menschengedenken noch nicht gegeben hat. Vielleicht ist unsere Zeit nur geborgt. Denn so könnte ein Asteroideneinschlag ablaufen, falls wir kein Glück haben. Wir kommen mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass die Erde recht häufig getroffen wird. Derzeit gibt es 180 bekannte Einschlagskrater auf der Welt. Der 880 Meter große Wolf Creek Krater in Australien, der 100 Kilometer große Manicouagan Krater in Kanada und ein erst kürzlich entdeckter 30 Kilometer Krater in der Sahara. Sie zeugen von der Milliarden Jahre alten Geschichte von Asteroideneinschlägen. Als Überbleibsel der Entstehung unseres Sonnensystems sind Asteroiden sozusagen die Weisen des Universums. Millionen von ihnen befinden sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Asteroiden sind, wenn man so will, Fossilien der Planetenbildung. Kleine Bausteine, Trümmer, die von der Bildung der Planeten in unserem Sonnensystem übrig geblieben sind. Sie können bis zu 800 Kilometer lang sein und fliegen mit fast 65.000 km/h durchs Weltall. Geschwindigkeiten, die man sich fast nicht vorstellen kann. Angenommen, sie wären in einem so schnellen Flugzeug. Es würde den amerikanischen Kontinent von Los Angeles bis New York City in nur 3 bis 4 Minuten überfliegen. Der Einschlag eines jeden dieser Asteroiden hätte katastrophale Folgen. Die Asteroiden fliegen eher zufällig vorbei. Es ist wie auf einem Schießstand in Las Vegas.
Auf längere Sicht gesehen ist es statistisch wahrscheinlicher, durch einen Asteroideneinschlag ums Leben zu kommen, als durch einen Tornado oder einen Tsunami. Doch es gibt einen Grund, warum wir bisher Glück hatten, denn größere Asteroiden treffen nur sehr selten auf die Erde. Der Einschlag, der dem Zeitalter der Dinosaurier ein Ende setzte, fand vor 65 Millionen Jahren statt. Lange vor der Zeit der Säugetiere bewohnten hunderte große und kleine Arten von Lebewesen die Erde. In der Luft tummelten sich Flugsaurier, frühzeitliche Haie beherrschten die Meere. Das Land war mit einer Vielzahl an Pflanzen üppig bewachsen. Doch dann wurde urplötzlich fast drei Viertel allen Lebens ausgerottet. Es war eines der schlimmsten Massensterben des Planeten. Wissenschaftler stritten jahrelang darüber, was den plötzlichen Niedergang der Dinosaurier ausgelöst hat. Die jüngsten Entdeckungen deuten darauf hin, dass ein Killer-Asteroid für das Ende dieser Ära verantwortlich war. Die Theorie besagt, dass ein 10 Kilometer großer Asteroid bei Chicxulub im heutigen Mexiko einschlug. Es war, als ob ein doppelt so großer Berg wie der Mount Everest vom Himmel gefallen wäre. Er schlug mit der Energie von 190 Milliarden Tonnen TNT in den Ozean ein und hinterließ einen 180 Kilometer breiten und 8 Kilometer tiefen Krater. Dieser Asteroid donnerte mit mehr als 32.000 km/h auf die Erdoberfläche. Es muss ausgesehen haben, als ob Feuer den Himmel geteilt hätte. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre hätte ein solches Objekt die Gase in der Atmosphäre zum Glühen gebracht. Es muss ausgesehen haben, als ob der Himmel in Flammen stünde. Der Asteroid schlug vor der mexikanischen Küste ein. Der Ozean ist nur eine dünne Schicht auf der Erde, wie Geschenkpapier. Diese Schicht ist in Sekundenschnelle weg. Sie wurde hinweggefegt und dann ging es noch 30 Kilometer tiefer. Wir reden hier davon, dass ein 30 Kilometer tiefes Loch in den Fels geschlagen wurde. Ein wirklich katastrophales Ereignis. Die Energie war vielleicht 10 bis 100.000 Mal so groß wie die Energie aller Atomwaffen auf der Erde. Der dabei entstehende Feuerball war heller als 1000 Sonnen. Er verbrannte alles im Umkreis von 800 Kilometern. Und reichte sogar über den Rand der Erdatmosphäre hinaus. Die Druckwelle und der gewaltige Luftstoß, die darauf folgten, führten zu mehr als 3000 km/h schnellen Winden. Diese Druckwelle und der Wind waren in der Lage, alle Tiere und Pflanzen in einem Gebiet von hunderten Kilometern komplett zu vernichten. Der Einschlag führte zu 50 Meter hohen Flutwellen, die weite Teile des südlichen Nordamerikas verwüsteten. Die Erde bebte noch in 1700 Kilometern Entfernung und die Erdbeben führten zu sekundären Unterwasserlawinen im Ozean. Diese lösten weitere Tsunamis aus. Es gab also Tsunamis durch den Einschlag und weitere durch diese Unterwasserlawinen. Und als ob das nicht schon reichen würde, die Auswürfe durch den Einschlag, die Gesteinstrümmer, die aus dem Krater hochgeschleudert wurden, stürzten wieder auf die Erde zurück und begruben die Pflanzen und Tiere, die überlebt hatten. Teilweise war die Schuttschicht rund 100 Meter hoch oder gar mehr. Aufgrund der beim Einschlag erzeugten Hitze fingen die Bäume Feuer. Waldbrände verwüsteten die Landschaft über hunderte Quadratkilometer. Die Tiere brachen wahrscheinlich zusammen, weil die Atmosphäre um sie herum so heiß wurde. Bei so etwas wird man ohnmächtig. Die enorme Hitze machte vor nichts Halt. Doch ganz gleich, wie zerstörerisch es für die Region am Golf von Mexiko war und alles Leben dort vernichtet hat, das war nicht der Grund für das Massenaussterben vor 65 Millionen Jahren. Es war nicht die Explosion selbst, die die Dinosaurier auslöschte, sondern eine globale Katastrophe, wie es sie 200 Millionen Jahre nicht gegeben hatte. Die anfängliche Verwüstung war auf einen Radius von etwa 1000 Kilometer um die Einschlagszone begrenzt. Dennoch wurde ein Großteil allen Lebens auf unserem Planeten ausgelöscht. Warum? Es gibt eine umstrittene neue Theorie, die versucht, diese Frage zu beantworten. Allerdings stellt sie unser Wissen über Asteroiden auf den Kopf. Das Wissen, das vielleicht über Leben und Tod entscheiden könnte. Wissenschaftler glauben, dass früher oder später ein großer Asteroid auf der Erde einschlagen wird. Ihr Hauptargument für die ungeheure Zerstörungskraft ist die globale Katastrophe, die zum Verschwinden der Dinosaurier führte. Vor 65 Millionen Jahren beherrschten die Dinosaurier die Erde. Dann, so scheint es, schlug ein Asteroid in die Region der Yucatan-Halbinsel ein und die Dinosaurier verschwanden plötzlich. Der Einschlag dauerte nur ein paar Augenblicke lang, doch er veränderte die Welt buchstäblich über Nacht.
Experten erforschen immer noch, wie genau der Asteroid zum weltweiten Aussterben führte. In dem Ergebnis könnte der Schlüssel zu unserem eigenen Überleben liegen. Eigentlich ein Cold Case. Das passierte immerhin vor 65,5 Millionen Jahren. Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts waren Vulkane die Hauptverdächtigen. Denn das Aussterben der Dinosaurier geschah in einer der Perioden mit der weltweit größten vulkanischen Aktivität. Man glaubte, Vulkane hätten so viel Asche in die Atmosphäre geblasen, dass genug Sonnenlicht abgeschirmt wurde, um den Planeten empfindlich abzukühlen und so ein Massenaussterben auszulösen. 1980 tauchte eine neue Theorie auf, nach der ein Asteroideneinschlag und nicht Vulkane den dramatischen Klimawandel auslösten, der dann zum Massenaussterben führte. Doch in beiden Fällen liefert der Klimawandel keine Erklärung dafür, warum einige Spezies überlebten. Die jüngste Forschung führt zu einer neuen und umstrittenen Theorie, nämlich dass der Trümmerregen nach dem Chicxulub-Einschlag ein globales Inferno auslöste. Was zur globalen Verwüstung führte, waren die 2.000 oder 3.000 Kubikkilometer Gestein, die in den Orbit geschleudert wurden. Rund 90% davon stürzten wieder auf die Erde. Die Reibung beim Auftreffen auf die obere Atmosphäre führte zu einer enormen Hitze. Am ganzen Himmel, statt einzelner Sternschnuppen, wurde der ganze Himmel zu einer rotglühenden Schicht aus Lava. Jahrelang hatten die Wissenschaftler geglaubt, dass sich das nur nahe der Einschlagsstelle ereignet hat. Doch der neuen Theorie zufolge bedeckten Feuer einen Großteil des Planeten. Das ist die bessere Erklärung dafür, warum manche Arten ausgelöscht wurden und andere überlebten. Der Himmel wäre etwa 650 Grad heiß geworden. Das ist in etwa die Farbe. Diese Farbe hat der Bratrost in einem Backofen. Heiß genug, um auf der Erdoberfläche Brände auszulösen. Es gab also überall auf dem ganzen Planeten Brände. Der ganze Planet wurde eingeäschert. Beängstigend. Die enorme Hitze durch die herabfallenden Trümmer zerstörte alles Leben oberhalb der Erdoberfläche. Jedes größere Tier erlitt sofort am gesamten Körper Verbrennungen, als wäre es in einen Backofen gekrochen. Die besten Chancen zu überleben hatten die, die unter die Erde gehen konnten, also nur kleine Tiere. Wer kein Loch im Boden hatte, verbrannte bei lebendigem Leib. Das hier sind Überreste der Opfer. Hier Knochen von Triceratops, von Entenschnabeldinosauriern und von Tyrannosaurus Rex. Das hier ist ein Horn eines Triceratops, des berühmten Vogelbeckensauriers aus der späten Kreidezeit. Wir finden so etwas überall in den letzten 100 Metern Gesteinsschichten aus der Kreidezeit. Die Kreidezeit, das Zeitalter der Dinosaurier, endete abrupt an einem der bedeutendsten Momente der Erdgeschichte, der sogenannten KT-Grenze. KT-Grenze ist die Kurzform für die Grenze zwischen Kreidezeit und Tertiär, also die Grenze zwischen dem Zeitalter der Saurier und dem der Säugetiere. Die Kreidezeit begann vor 145 Millionen Jahren und endete abrupt vor rund 65 Millionen Jahren, als ein Asteroid in Mexiko einschlug. Beweise für diese geologische Aufteilung findet man überall auf der Welt. Ganz besonders in den Ebenen im Osten des heutigen US-Bundesstaates Colorado. Das hier ist die KT-Grenze, eine 2 cm dicke Schicht. Das kam vom Himmel. Bei der Entstehung des Kraters wurden vor 65,5 Millionen Jahren Gesteinsfragmente von Mexiko nach Colorado geschleudert. Das ist einer der größten Asteroideneinschläge, die die Erde je gesehen hat. Unter dem Mikroskop findet man Beweise, dass Ton und Gestein zertrümmert wurden. Das Kristallgitter wurde deformiert. Bei der Analyse von Sedimenten aus der KT-Schicht findet man Schockquarz, der enormem Druck ausgesetzt war. Das zeugt von einer gewaltigen Kollision. Außerdem finden sich Überbleibsel der Erdkruste, die beim Einschlag des Asteroiden geschmolzen ist. Diese einzigartigen Entdeckungen markieren eine Grenze. Eine Grenze, über die es die Dinosaurier nicht geschafft haben. Das ist ein Wirbel von einem Triceratops. Dieser Knochen wurde etwa 4 Meter unterhalb der KT-Grenze gefunden. Das gehört zu den Besonderheiten bei Dinosauriern. Man findet sie immer nur unterhalb der Grenzlinie durch den Einschlag. Danach sind sie verschwunden. Oberhalb der KT-Grenze finden sich keine großen Dinosaurier-Fossilien. Das deutet darauf hin, wie diese Tiere von einem Asteroiden ausgelöscht wurden. Diese großen Knochen sind typisch für die Fossilien von Landlebewesen aus der Zeit vor dem Chicxulub-Einschlag.
Das hier stammt aus der Zeit danach. Die typische Größe eines Kieferknochens aus der Zeit danach. Etwas Größeres findet man nicht. Stammt von Lebewesen, die sich in Erdlöchern verkriechen konnten. Wenn man sich fragt, welche Lebewesen bei dem Einschlag Unterschlupf unter der Erde oder im Wasser gefunden haben, stellt man fest, es waren Säugetiere, Schildkröten, Echsen, Schlangen, Alligatoren und Krokodile. Exakt die Tiere, die überlebt haben. Andere Fossilien zeigen, dass es nicht nur die großen Tiere an Land waren, die an der KT-Grenze ums Überleben kämpften. Wir hören immer nur von den Sauriern, große Sache, dabei sind die Pflanzen am wichtigsten. Fast alles, was wir hier im Schrank haben, sind Pflanzen, die am Ende der Kreidezeit ausgestorben sind. Vor der KT-Grenze wuchsen hier 50 bis 70 Pflanzenarten. Aber an solchen Stellen, die nur einige Meter über der KT-Grenze liegen, also nur ein paar 10.000 Jahre nach dem Ereignis, gibt es nur 5 bis 8 Arten. Es war nicht nur ein Massensterben, es war ein Massenaussterben. Genau wie die Tiere, die den Anschlag überlebt hatten, waren auch die Pflanzen, die es über die KT-Grenze hinweg geschafft haben, vor der Hitze geschützt. Eines können wir über diese Pflanzenarten sagen. Während der Kreidezeit kamen sie in Sümpfen vor. Doch Millionen Arten von Meerestieren und Pflanzen wurden ausgerottet, obwohl sie durch den Ozean vor der enormen Hitze geschützt waren. Aber warum? Um dieses Teil des Puzzles fertigzustellen, verweisen Wissenschaftler auf ein Ereignis aus der jüngeren Vergangenheit. Aschewolken von Vulkanausbrüchen wie dem Pinatubo oder dem Montserrat verdunkelten das Gebiet in der näheren Umgebung. Der Chicxulub-Einschlag hatte sehr wahrscheinlich den gleichen Effekt, nur in viel größerem Ausmaß. Nach 12 Stunden war es stockdunkel und wahrscheinlich blieb es monatelang stockdunkel. Mit stockdunkel meine ich dunkler als eine Nacht ohne Mondschein. Nicht mal Katzen hätten etwas gesehen. Die Wolke aus Schadstoffen erreichte die obere Atmosphäre, breitete sich über die ganze Welt aus und schirmte das Sonnenlicht von der Erdoberfläche ab. Diese Art von Asteroid enthielt auch Schwefel. Als dieser Schwefel verdampfte und sich in der Erdatmosphäre ablagerte, bildeten sich Sulfaterosole. Diese Aerosole erwärmten die obere Erdatmosphäre, während sie auf der Erdoberfläche zu einer Abkühlung führten. Die lange Dunkelheit und der Rückgang der globalen Temperaturen sorgten für das Absterben eines Großteils des Planktons im Meer, dem Grundbaustein der globalen Nahrungskette. Meines Erachtens die schlüssigste Erklärung für das Aussterben in den Meeren. Die Kombination aus Hitze, Bränden und Aschewolken verwüstete das Leben rund um den Planeten. Alles aufgrund eines einzigen Asteroideneinschlags. Doch einige Pflanzen und Tiere überlebten. Gut so, denn das Zeitalter der Säugetiere und die menschliche Evolution wären sonst nie angebrochen. Wären die Dinosaurier und 75% aller Pflanzen und Tiere damals nicht ausgerottet worden, dann gäbe es uns nicht. Dann würden heute andere Lebensformen, intelligent oder auch nicht, auf der Erde herumlaufen. Angesichts des Schicksals der Saurier glauben viele Wissenschaftler, dass ein weiterer großer Asteroideneinschlag auch die Menschheit auslöschen könnte. Aus diesem Grund suchen Astronomen den Himmel ab, um gegebenenfalls einen Asteroiden rechtzeitig zu entdecken und uns damit vor dem Schicksal der Saurier zu bewahren. Wenn sich ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde befände, könnten wir ihn vielleicht nicht rechtzeitig entdecken, denn das hängt von seiner Größe und Position am Himmel ab. Asteroiden, die in die Erdatmosphäre eintreten, sind keine Seltenheit. Doch hinter ihrer Schönheit lauert Gefahr. Wenn sie in die Erdatmosphäre eintauchen, spricht man von Meteoren. Wenn sie die Erdoberfläche erreichen, nennt man sie Meteoriten. Asteroiden in Erdnähe sind zwischen mehrere Kilometer und wenige Zentimeter groß. Diese Meteore rasen in etwa 15 Kilometern Höhe durch den Himmel. Sie kommen näher an uns heran als militärische Spionageflugzeuge und fliegen nur etwas höher als Passagiermaschinen. In planetaren Maßstäben ist das ein hauchdünner Abstand. Denn die Asteroiden sind mit fast 65.000 Kilometer pro Stunde unterwegs, also 40 Mal so schnell wie eine Gewehrkugel. Die Hinweise darauf, dass ein Killer-Asteroid unseren Planeten verwüsten könnte, verdichten sich. Daher wird alles Menschenmögliche unternommen, uns davor zu schützen. 1995 rief der amerikanische Kongress Space Guard ins Leben, ein Programm, bei dem der Himmel mit einer Reihe von Teleskopen nach möglicherweise gefährlichen Asteroiden abgesucht wird. Wir haben begriffen, dass sich die Erde in ihrer Bahn um die Sonne wie in einem Schießstand für die erdnahen Objekte befindet.
Diese erdnahen Objekte, sogenannte NEOs, sind Asteroiden oder Kometen, die sich durch die Gravitation langsam aus dem Asteroidengürtel entfernt haben. Ihr neuer Orbit bringt sie in etwa 50 Millionen Kilometer Entfernung zur Erde. Die Astronomen rechnen damit, dass es etwa 1200 NEOs mit einer Größe von mehr als 800 Metern und hunderttausende kleinere gibt. Wir glauben, dass es etwa 260.000 gibt, die größer als ein Fußballfeld sind. So ein Asteroid könnte eine ganze Stadt auslöschen. Doch die Ressourcen sind beschränkt. Daher konzentriert man sich auf die Objekte, die eine globale Katastrophe auslösen könnten. Ziel von SpaceGuard ist es, mindestens 90% aller Objekte zu identifizieren, die größer als ein Kilometer und damit eine potenzielle Bedrohung für die Erde sind. Damit bleiben 10%, also mehr als 100 große Asteroiden, die man bis zum Ende des Projekts im Jahr 2020 noch nicht identifiziert haben wird. Derzeit gibt es nur 7 Teleskope, die den Nachthimmel nach erdnahen Objekten absuchen. 5 auf dem US-Festland, eines auf Hawaii und eines in Australien. Alle Beobachtungsstationen arbeiten zusammen. So können wir den gesamten sichtbaren Nachthimmel 2-mal pro Monat absuchen. Am Catalina-Observatorium außerhalb von Tucson, Arizona, spüren der Astronom Stephen Larson und seine Kollegen erdnahe Objekte anhand von deren Bewegungen auf. Die geläufigste Technik sieht so aus. Man fotografiert ein Himmelsareal mehrere Male und sucht dann nach Objekten, deren Position sich bewegt und verändert. Die Bilder werden im Abstand von 10 Minuten gemacht und dann animiert. So können Astronomen Asteroiden ausmachen. Das ist ein erdnaher Asteroid, der gestern mit unserem anderen Schmidt-Teleskop entdeckt wurde. Ein sehr helles Objekt, das sich schnell bewegt, vielleicht einen halben Kilometer groß. Ich denke, das ist ein Erdbahnkreuzer. Obwohl diese Methode eher einfach ist, gelingt es den Astronomen Nacht für Nacht, Dutzende neue Asteroiden zu katalogisieren. Hier hätten wir einen. Die Bewegung ist etwas ungewöhnlich. Er ist sehr lichtschwach und nicht identifiziert. Er wurde wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen. Bis dato haben die Astronomen 3 erdnahe Objekte identifiziert, die ihren Kopfzerbrechen bereiten. 2 könnten die Erdbahn zu Anfang des nächsten Jahrhunderts kreuzen. Der dritte, mit Spitznamen Apophis, stellt eine weit größere Bedrohung dar. Wir haben den Orbit berechnet und festgestellt, dass er am Freitag, den 13. April 2029, sehr nahe an die Erde herankommen wird. Genau genommen wird er die Erdoberfläche in einem Abstand von etwa 5 Erdradien passieren. Das ist näher als unsere geostationären Kommunikationssatelliten. Das wird der knappste beinahe Zusammenstoß, den es je gegeben hat. 5 Erdradien sind knapp 32.000 Kilometer, nur etwa ein Zehntel der Entfernung zum Mond. Die Astronomen sind sich sicher, dass er die Erde 2029 verfehlen wird. Doch sollte Apophis eine kleine Region im Weltall, ein sogenanntes Keyhole, also Schlüsselloch, passieren, könnte sich seine Flugbahn verändern. Sollte der Asteroid bei seiner engsten Annäherung an die Erde 2029 dieses etwa 600 Meter weite Schlüsselloch im All durchfliegen, würde er nach 5 weiteren Umläufen die Erde im Jahre 2036 treffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Apophis tatsächlich dieses Schlüsselloch passiert, ist sehr gering. Doch sollte er einschlagen, wären die Folgen katastrophal. Man nimmt an, dass Apophis etwa 320 Meter groß ist. Das ist etwas länger als 3 Fußballfelder. Sollte er die Erde treffen, wäre das ein großes Problem. Die Energie, die bei der Explosion freigesetzt würde, überträfe die unseres gesamten Nuklearwaffenarsenals. Seit 1995 wurden von den 1200 größeren erdnahen Objekten, von denen man zu wissen glaubt, 800 entdeckt und erfasst. Was mir Sorgen bereitet, sind die 300 bis 400 Objekte, die wir noch nicht gefunden haben. Ich kann nicht garantieren, dass keines davon morgen vom Himmel stürzt. Das Problem, die Methoden von SpaceGuard sind bei weitem nicht perfekt. Die Asteroiden in der Nähe der Erde entdecken wir eher durch Zufall. Es ist einfach nur Glückssache, ob ein bestimmter Asteroid nahe genug ist, wenn ein Teleskop auf ihn gerichtet ist. Außerdem muss er hell genug sein, damit er mit diesen relativ kleinen Teleskopen überhaupt entdeckt werden kann. Außerdem können die Teleskope auch blinde Flecken haben. Die Asteroiden sind für SpaceGuard sichtbar, weil sie das Sonnenlicht reflektieren. Doch bestimmte Orbits können einen Asteroiden bis zum allerletzten Moment verbergen.
Es ist denkbar, dass ein Objekt mit einer beachtlichen Größe sich an die Erde heranschleicht. Und wenn es aus der Richtung der Sonne kommt, kann man es bis kurz vor dem Einschlag nicht sehen. Meistens sind die unbemerkten Asteroiden klein und durch die Reibung zerbrechen sie in der Atmosphäre. Wir können uns eigentlich sehr glücklich schätzen, auf der Erde zu leben. Wir sind von einer wunderbaren Atmosphäre umgeben. Sie schützt uns vor den meisten Einschlägen. Herankommende Asteroiden und Kometen werden zerstört, wenn sie in die Atmosphäre eindringen. Die echte Gefahr geht von Asteroiden aus, die groß oder stark genug sind, um die Erdatmosphäre zu durchschlagen. Der 10 Kilometer große Asteroid, der die Saurier auslöschte, war aus Stein. Er kam wegen seiner enormen Größe durch. Der Asteroid, der Amerikas berühmtesten Krater formte, war im Vergleich dazu winzig, dafür aber viel härter. Das ist der am besten erhaltene und ursprünglichste Einschlagskrater der Welt. Von der einen Kante bis zur anderen erstreckt er sich über etwa 1200 Meter. Ein Eisenasteroid mit 10 bis 45 Metern Durchmesser stürzte hier runter. Das Objekt traf auf den Erdboden und schlug ins Erdreich. Mit 45 Metern war er eigentlich klein. Doch weil er aus Eisen bestand, war der Einschlag beachtlich. Es gab eine gewaltige Explosion, die dann diese riesige Senke in Form einer Schüssel aushob. 175 Millionen Tonnen Gestein wurden in die Umgebung geschleudert. Dieser Felsblock, der jetzt am Rand des Kraters ist, war vorher viel weiter unter mir. Die Explosionsenergie beim Einschlag schlug diesen Block aus dem Krater und beförderte ihn hierher an den Rand. Die Explosion war so stark wie die von 1000 Hiroshima-Bomben. Sollte ein Eisenasteroid derselben Größe wie der, der diesen Krater geschlagen hat, die Erde treffen, wäre die Explosionsenergie groß genug, eine moderne Stadt komplett zu zerstören. Vielleicht keine so große Stadt wie Los Angeles, sicher jedoch eine Stadt mittlerer Größe wie Kansas City. Der Meteor, der diesen Krater schlug, bestand aus Eisen. Im Gegensatz dazu würde ein ähnlich großer Asteroid aus Stein eher zerbrechen und explodieren, ehe er auf der Oberfläche aufschlägt. Doch das heißt noch lange nicht, dass das nicht auch eine Katastrophe nach sich ziehen würde, wie zum Beispiel der Asteroid, der 1908 über Tunguska in Sibirien explodierte. Er war vielleicht so groß wie ein halbes Fußballfeld. Er explodierte 13 Kilometer über der Erde und setzte dabei zig Megatonnen Energie frei. Also vergleichbar mit einer großen Atombombe. Er machte einen ganzen Wald platt, doch am Boden blieb von ihm nichts übrig. Kein Krater, denn der Asteroid pulverisierte sich selbst. Die verwüstete Fläche war mehr als 3000 Quadratkilometer groß. Das ist doppelt so groß wie Berlin und Hamburg zusammen. Und das hat ein Asteroid verursacht, der es nicht einmal bis zum Boden geschafft hat. Die Verwüstung durch Asteroiden kann in der Vergangenheit ganz klar nachgewiesen werden. Doch was ist mit der Zukunft? Was, wenn sich heute ein riesiger Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde befände? Es wäre ein Worst-Case-Szenario. Millionen Menschen würden ums Leben kommen. Was genau würde denn geschehen, wenn irgendwann in der Zukunft einmal ein Asteroid Millionen Leben bedrohen würde? Es müsste eine Mission gestartet werden, um unseren Planeten vor einem weiteren verheerenden Anschlag zu bewahren. Das ist eines der wenigen Beispiele für Naturkatastrophen, die sich komplett verhindern lassen. Es liegt in unserer Macht, das auch zu tun. Wir können tatsächlich etwas gegen die Bedrohung durch erdnahe Objekte unternehmen, anders als die Dinosaurier. Die hatten kein Raumfahrtprogramm. Sollten wir einen Asteroiden entdecken, der auf uns zufliegt, könnten wir ihm mit etwas Vorlauf sozusagen einen kleinen Schubs geben, damit er uns nicht trifft. Wissenschaftler haben sich verschiedenste Methoden überlegt, um eine Kollision zu verhindern. Die meisten wollen versuchen, den Asteroiden lediglich sanft vom Kollisionskurs abzubringen, doch nicht alle. Der häufigste Vorschlag ist der Einsatz einer Atombombe. Diese Methode setzt auf rohe Gewalt. Das könnte funktionieren. Aber vielleicht würde man damit den Asteroiden nur in kleinere Fragmente zertrümmern. Dann würde die Erde nicht von einem einzelnen Einschlag getroffen werden, sondern eher wie mit einer vollen Ladung aus dem Schrotgewehr. Einige Wissenschaftler schlagen eine Technik vor, die auf dem Yarkovsky-Effekt basiert.
Dieses Phänomen ähnelt der Art und Weise, wie Licht diese Plättchen in Rotation versetzt. Wenn sich ein Körper im Sonnenlicht dreht, dann wird die Wärme durch die Rotation um den Körper herumgetragen und in eine andere Richtung abgestrahlt. Man könnte diesen Effekt dazu nutzen, um den Asteroiden anzuschubsen. Würde man eine Seite weiß und die andere Seite schwarz anstreichen, würde er das Licht nicht mehr genauso reflektieren wie vorher. Die Kraft durch diese Wärmestrahlung würde die Rotation und die Bahn des Asteroiden langsam verändern und ihn so von seinem Kollisionskurs mit der Erde abbringen. Ich persönlich halte das zwar für eine physikalisch sehr elegante Theorie, doch es ist einfach nicht machbar, ein paar Farbeimer hochzubringen, um den Asteroiden anzustreichen. Ich glaube nicht, dass wir einen Asteroiden so bewegen können, es sei denn, es gäbe technologische Durchbrüche beim Streichen. Vielleicht wäre ein Sonnenspiegel eher machbar. Ein Sonnenspiegel würde neben dem Asteroiden herfliegen und das Sonnenlicht auf einer Stelle des Asteroiden reflektieren. Das Wasser im Gestein würde sich erwärmen und verdampfen. Das verdampfende Wasser fungiert sozusagen als künstliche Düse auf dem Kometen. Wie ein kleiner Raketenmotor, der mit der Zeit die Bahn des Asteroiden verändern würde, damit dieser dann an der Erde vorbeifliegt. Die Energie der Sonne könnte man auch mit Sonnensegeln nutzen, die an dem Asteroiden befestigt werden. Diese Segel würden dann durch das Sonnenlicht wie durch einen sehr schwachen Sonnenwind angetrieben werden und so den Asteroiden von seinem Kollisionskurs mit der Erde fortbewegen. Es gibt auch Überlegungen, einen Antrieb mit sehr wenig Schub zu verwenden, wie ein Plasmatriebwerk, um den Asteroiden für ein oder mehrere Jahre anzuschieben oder zu schleppen. Oder die Idee mit dem elektromagnetischen Katapult. Dabei würde eine Maschine auf der Oberfläche eines Asteroiden stationiert und würde mittels elektrostatischer Aufladung Gesteinsbrocken von der einen Seite des Asteroiden wegschleudern. Das würde eine Schubkraft auf den Asteroiden bewirken. Eine weitere sehr elegante Lösung wurde von den Astronauten Ed Liu und Stan Love ins Gespräch gebracht. Im Grunde denken sie an eine Art Gravitationstraktor. Stellen Sie sich ein Raumschiff vor, das vielleicht 20 Tonnen wiegt und 30 Meter lang ist. Stellen Sie sich vor, man würde dieses Raumschiff neben einem Asteroiden mit einem Durchmesser von 200 Metern sozusagen parken. Durch die Gravitation würde das Raumschiff vom Asteroiden langsam an sich herangezogen werden. Durch kleinere Schubdüsen am Raumschiff würde dies verhindert. Statt auf den Asteroiden zu fallen, würde es nun über dem Asteroiden schweben und der Asteroid würde gewissermaßen mit dem Raumschiff mitgezogen werden. Die Eleganz dieser Traktormethode besteht darin, dass der Asteroid durch die Gravitation von seinem Kurs abgebracht wird, ohne dass man je in direkten Kontakt mit ihm kommt. Doch die Entsendung eines solchen Raumschiffes würde Jahre dauern, wie auch alles andere. Es gibt drei wichtige Dinge zu bedenken. Man muss die Objekte früh entdecken, man muss sie früh entdecken und man muss sie früh entdecken. Denn dann haben wir die nötige Technologie, um mit ihnen fertig zu werden. Wir bräuchten mindestens 10, 20 oder vielleicht 30 Jahre Vorlauf, um effektive Gegenmaßnahmen einzuleiten. Doch genauso wichtig wie die Vorwarnzeit ist die genaue Kenntnis der Zusammensetzung des Zielobjektes. Um tatsächlich verhindern zu können, dass ein Asteroid die Erdoberfläche trifft, müssen wir zwei grundsätzliche Dinge wissen. Wie ist er zusammengesetzt und wie stabil ist er? Dan Derder versucht anhand von Meteoriten herauszufinden, wie stabil Asteroiden sind. Die Meteoriten sind Fragmente von Asteroiden, die es bis zur Erdoberfläche geschafft haben. Hier haben wir eine Probe von einem gewöhnlichen Chondritmeteoriten. Das sind Steinmeteoriten, die häufiger auf die Erde fallen. Ich befestige einen kleinen Faden daran, damit er nicht rotiert. Auf das eigentliche Einschlagsexperiment hat das aber keine Auswirkung. Derder will herausfinden, wie Meteoriten bei einer Kollision reagieren. Wir werden es so ausrichten, dass diese Stelle hier getroffen wird. In dieser Vakuumkammer werden winzige Metallpellets mit einer Geschwindigkeit von etwa 1800 Kilometern pro Stunde auf Meteoriten geschossen. Dann wird die Streuung der Einschlagstrümmer gemessen. Anhand der gewonnenen Daten kann man dann die Stärke des Asteroiden bestimmen. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass dieser Steinmeteorit etwa doppelt so stabil ist wie vulkanisches Gestein auf der Erde, also stark genug, um ein elektromagnetisches Katapult oder Sonnensegel verwenden zu können. Um Asteroiden direkt im All erforschen zu können, starteten die USA die Sonde NEAR. Nach einer dreijährigen Reise traf NEAR 1999 zu einem Rendezvous mit dem 33 Kilometer langen Asteroiden Eros zusammen. Zum ersten Mal konnte ein Asteroid aus der Nähe beobachtet werden.
Eros besteht aus massivem Gestein, wie die Meteoriten, die im Kollisionsexperiment verwendet wurden. Außerdem ist er mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Die Wissenschaftler hatten damit gerechnet. Doch dann erreichte die japanische Sonde Hayabusa 2005 den kleinen erdnahen Asteroiden Itokawa. Nun aber waren die Forscher doch erstaunt. Die Hayabusa-Mission warf mehr Fragen auf, als sie beantwortete. Wir hatten angenommen, dass kleine Asteroiden eigentlich eine sehr glatte Oberfläche haben. Wir rechneten nicht mit viel Geröll auf der Oberfläche, sogenanntem Regolith. Doch das war falsch. Wir bekamen von der Sonde nach ihrer Ankunft hoch aufgelöste Bilder der Oberfläche, in der höchsten Auflösung, die wir bis dahin von einem Asteroiden hatten. Die Oberfläche ist mit losem Geröll bedeckt und es gab keine ersichtlichen Einschlagskrater. Hayabusa zwang die Astronomen, ihre Pläne zur Asteroidenabwehr zu überdenken. Abgesehen vom Gravitationstraktor würden viele der vorgeschlagenen Methoden auf einem Asteroiden mit so viel Geröll wie Itokawa nicht funktionieren. Mutter Natur scheint uns immer den Wind aus den Segeln zu nehmen, als wolle sie sagen, zurück auf Anfang, Jungs. Es scheint, als würde jeder Asteroid je nach seiner Zusammensetzung eine andere Abwehrstrategie erfordern. Und für jede braucht man eine großzügig bemessene Vorwarnzeit. Sollte die Vorwarnzeit jedoch nur kurz sein, ist ein katastrophaler Einschlag vermutlich nicht zu verhindern. Dann könnte man höchstens noch massenhafte Evakuierungen einleiten. Notunterkünfte bauen, Nahrung und Wasser rationieren und Vorräte an Fleisch und Getreide aufbauen. Und dann hoffen, dass all das auch reicht, wenn der Moment des Einschlags gekommen ist. Mithilfe von Archivaufnahmen und neuester Computertechnologie lässt sich zeigen, was vermutlich passieren wird, sollte ein Killer-Asteroid einschlagen. Irgendwann in der Zukunft. Die Chancen stehen 1 zu Millionen. Doch diesmal ist ein 1,6 Kilometer großer Asteroid im gleißenden Licht der Sonne dem Netzwerk der Space Guard-Teleskope entgangen. Sollte das Wirklichkeit werden, würde vielleicht nur noch eine Woche bis zum Einschlag auf der Erde vergehen. Dank neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und dank der Erfahrungen, die man aus früheren Einschlägen gewonnen hat, lässt sich darstellen, welche Folgen ein Asteroideneinschlag vor der kalifornischen Südküste hätte. Das Grauen, das ein solches Ereignis auslösen würde, übersteigt alles, was die Menschheit je erlebt hat. Wie die Bevölkerung von New Orleans während des Wirbelsturms Katrina, muss die gesamte Bevölkerung Südkaliforniens vor der bevorstehenden Katastrophe flüchten. Von Santa Barbara bis nach San Diego. In Los Angeles versuchen 6 Millionen Menschen, über die 3 wichtigsten Highways zu fliehen und bringen damit den Verkehr zum Erliegen. In der Wüste werden vielerorts Zeltstädte aufgebaut. Niemand spricht es aus, doch jeder weiß, dass diese vorübergehenden Notunterkünfte vielleicht gar nicht vorübergehend sein werden. Noch während die Letzten die Stadt verlassen, kann man das herannahende Unglück bereits mit bloßem Auge erkennen. Zuerst würden wir nur draußen stehen und in den Himmel sehen. Nächtelang würde dieses Objekt wachsen. Erst wäre es nur ein Stern von vielen, aber dann würde es immer heller und heller werden. Ein oder zwei Tage vor dem Einschlag wäre es der hellste Stern am Himmel. Der Asteroid fliegt auf die Küste vor Los Angeles zu und geht bei seinem Eintritt in die Atmosphäre in Flammen auf. Dieser Feuerball entsteht dadurch, dass das Objekt auf die Oberfläche zudonnert. Es beginnt zu verdampfen und auseinanderzubrechen. Der Feuerball hätte wohl einen Durchmesser von 40 Kilometern und das noch in 210 Kilometern Entfernung. Dieser Feuerball wäre extrem heiß, heißer als 10 Sonnen, die einen anstrahlen. Mit fast 48.000 Kilometern pro Stunde schlägt er in den Ozean ein. Das Wasser ist dort etwa 3000 Meter tief. In Sekundenbruchteilen würde der Asteroid das Wasser praktisch wegpusten, einen mehr als 30 Kilometer breiten Krater in den Meeresboden schlagen und sich gute 5,5 Kilometer oder sogar noch tiefer einbohren. Dann kommt die Hitzewelle durch die Explosion. Die freigesetzte Energie entspräche weit mehr als der unseres gesamten Nuklearwaffenarsenals. Alles Brennbare geht unmittelbar in Flammen auf. Gebäude, Pflanzen, Tiere und Menschen. Menschen im Umkreis von bis zu 300 Kilometern hätten Verbrennungen zweiten Grades. Das gesamte Gebiet zwischen San Diego und Santa Barbara, von der Küste von Los Angeles bis ins Inland nach Pasadena, würde Feuer fangen. Das passiert innerhalb der ersten Sekunden nach dem Einschlag.
Dann setzen Erdbeben ein, die von der Kollision des Asteroiden mit dem Meeresboden ausgelöst wurden. Dann würde man die seismische Aktivität bemerken. Sie entspräche einem Erdbeben der Stärke 8. Es würde zwar keine größeren Gebäude zerstören, Holzhäuser allerdings würden einstürzen. Es gäbe eine Druckwelle, weil Luft mit hohem Druck von der Einschlagstelle weggeblasen würde. Die Windgeschwindigkeiten lägen bei bis zu 480 Kilometer pro Stunde. Gebäude würden einstürzen, Wände würden eingedrückt. Nach wenigen Minuten lässt der Wind nach, doch dann setzt der Trümmerregen ein. Bei der Bildung des Kraters wäre eine enorme Menge Wasser in die Atmosphäre gepustet worden. Das würde jetzt wieder runterdonnern, auf das Meer oberhalb des Kraters und noch 20, 25 Kilometer weiter. Die gesamte südkalifornische Küste wird mit Abermillionen Litern Salzwasser überschwemmt. 2-3 Minuten nach dem eigentlichen Einschlag würden die Trümmer anfangen, auf uns herabzuregnen. Allein dieser Trümmerregen wäre schon mörderisch. Innerhalb von 10 Minuten ist Los Angeles Geschichte. Santa Monica, Hollywood und Malibu sind eingeäschert. Und als ob das nicht schon reicht. Schließlich würde etwa eine halbe Stunde später auch noch ein großer Tsunami auftreffen. Die Wellen wären gigantisch, einfach unvorstellbar. Bis zu 200 Meter hoch. Außerdem wäre es nicht nur eine solche Welle. Es gäbe viele Dutzende davon. Sie würden 8 Kilometer weit ins Land vordringen. Wer bisher überlebt hätte, würde jetzt von einer dieser Wellen einfach weggespült werden. Wirklich grauenhaft. Das wäre eine wirklich ernste Sache. Die Wellen beim Tsunami 2004 in Indonesien waren mitten im Ozean nur etwa einen Meter hoch. Jetzt aber reden wir von Wellen, die mitten im Ozean 200 Meter hoch wären. Also wirklich gewaltige Dinger. Der Tsunami erreicht jeden Winkel im Pazifik. Auf Hawaii ist er noch 45, in Japan immer noch knapp 30 Meter hoch. Dann setzen die größten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens ein. Vom Chicxulub-Einschlag wissen wir, dass kleine Trümmer zurück auf die Erde fallen, die Temperatur in der Atmosphäre erhöhen und das Gebiet in einen Backofen verwandeln. Innerhalb von Minuten färbt sich der Himmel über Südkalifornien durch die brennenden Trümmer rot. Die herabstürzenden Trümmer entfachen Brände. Kurze Zeit später steht ein Großteil Südkaliforniens in Flammen. Die immer noch starken Winde tragen die brennende Glut aus dem, was einst Los Angeles war, weiter nach Osten. In Utah, Arizona und dem Norden von Oregon brechen Brände aus. Eine gigantische, schwefelhaltige Wolke, die durch den Rauch der Feuer noch verdichtet wird, zieht über die westliche Hemisphäre und verdunkelt den Himmel. Dadurch, dass weniger Sonnenlicht den Erdboden erreicht, sinken die Temperaturen. Ein nuklearer Winter erfasst den ganzen Kontinent. Das würde die Landwirtschaft nachhaltig schädigen. Das hätte jahrelange Konsequenzen. Doch auch die Menschen auf der anderen Seite der Erde brauchen nicht zu glauben, dass sie sicher sind. Aufgrund der Aschewolke sinkt die Temperatur auf dem ganzen Kontinent. Im Juli gibt es Frost, die gesamte Ernte im mittleren Westen Amerikas, dem Brotkorb der Welt, geht ein. In den darauffolgenden Jahren kommt es zu einer weltweiten Hungerkatastrophe. An manchen Orten der Welt würden Menschen überleben. Doch wenn in weiten Teilen der Erde keine Nahrung mehr zu haben ist, würde die Zivilisation zusammenbrechen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Folge eines solchen Einschlags. Wenn man bedenkt, dass auf der Erde mehr als 5 Milliarden Menschen leben, scheint mir ein Verlust von 1 oder 2 Millionen Menschenleben eher zu knapp bemessen. Es wären viele Millionen, wenn nicht sogar hunderte Millionen Menschen. Hunderte Millionen Tote aufgrund eines einzigen kosmischen Ereignisses, das nur einen kurzen Moment dauert. Es wird Jahre dauern, bis sich die Wolke legt und sich das Klima wieder erholt. Der Mensch wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dasselbe Schicksal erleiden wie die Dinosaurier. Selbst Experten vertrauen der Statistik und hoffen einfach, dass nichts passiert. Vorsichtshalber forschen und suchen sie aber weiter. Nach dem großen, dem ganz großen Unbekannten.